Macho, Macho, kannst nicht lernen. Macho, Machos muss man sein. Und vor allem, was man sein muss, wenn man im 21. Jahrhundert unterwegs ist, das ist kritikfähig. Und deswegen kann es mir durchaus passieren, dass als Kommentar unter dieses Video kommt: Hey Zocki, du kannst gar nicht singen. Woraufhin ich einfach nur antworten kann: Weiß ich. Aber kritikfähig sind tatsächlich nicht alle Leute, und das bringt mich einfach schnurstracks zu René Weller, der übrigens nicht ganz so begeistert darauf reagiert hat, dass sein Film Macho Man in der Reihe die schlechtesten Filme aller Zeiten gezeigt und von Oliver Kalkofe und Peter Rütten dort persifliert wurde. Für mich war übrigens dieser Schlefatz-Auftritt und Wellers Reaktion vor allem genau der Grund, warum ich mir gedacht habe: Holy freaking hell, ich muss diesen Film sehen. Vor allem, weil jede Beschreibung von diesem Film genau nach dieser ultimativ trashigen Filmerfahrung schreit, die ich einfach so liebe. Deswegen habe ich relativ lange gesucht nach einer brauchbaren Version von dem Film, bin aber ehrlich gesagt relativ lang auch daran gescheitert. Immerhin war die normale Keepcase-Auflage von dem Film schon über längere Zeit relativ teuer. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann einmal bei Amazon das einzige Angebot für eine M-Ray-Version von dem Film um circa 50 Euro gefunden habe. Mittlerweile gibt es dann wiederum etwas billigere zwischen 15 und 20, aber in einer Verkaufsgruppe auf Facebook stolperte ich dann eben über die Hardbox, wo der Film um nur insgesamt 10 Euro angeboten wurde. Und da habe ich mir gedacht, ja, da hätte ich wahrscheinlich sogar für ein Keepcase zugeschlagen. Und so habe ich noch dazu auch eine schöne Sonderverpackung. Und schön ist dieses Cover-Artwork ja allemal. Einerseits sehen wir da auf der linken Seite Deutschlands Interpretation von Knight Rider, während auf der rechten Seite, well, Deutschlands Interpretation von Knight Rider, irgendjemandem einen Kick verpasst. Und offensichtlich ist der Kick genauso intensiv wie das fahrende Auto auf der linken Seite, spritzt es doch genauso viel Wasser hinter sich in die Höhe. Darüber thront René Weller, offensichtlich gerade frisch erwacht, in einer Deleted Scene aus Sam Raimis Tanz der Teufel, mit einem recht fetten, schönen Titelschriftzug unten drauf. Das ist wirklich die Inkarnation des reißerischen klassischen Motivs und etwas, das ich persönlich einfach nur geil finde. Sehr schön finde ich auch, wie mit diesem extrem seltenen und extrem alten FSK-Sticker hier das Spine verziert wurde. Das ist echt eine wunderschöne Gestaltung. Und wir dann auf dem Backcover ebenfalls in bester Videomanier, und ich bitte mein Herumschnupfen zu entschuldigen, in bester Videomanier 4 Bilder aus dem Film vorfinden. Ah, da wird sich YouTube wieder freuen. Beziehungsweise dann die Inhaltsangabe zum Film und eben nur ganz knappe technische Details, weil eben Retrofilm hier ganz offensichtlich das klassische, oder Retro-Video Cine Club, das klassische VHS-Design nachahmen wollte, und das ist ihnen wirklich gut gelungen. Druckqualität bin ich recht zufrieden, man merkt zwar ein bisschen das Alter, es ist nicht alles perfekt scharf, aber das will ich in dem Fall eigentlich auch gar nicht. Und die DVD drinnen auch schön gestaltet ist, das finde ich wirklich eine absolut coole Hardbox.